Da liegen noch Raben drinnen. Das ist welche Box. Ich mach weiß das nicht. Was Rampen? Ja. Sind noch wo drin? Da. In. Ah, du meinst in der. Ja, ich habe jetzt 40 Rampen und 40 Böden. Okay. Und 10 Holz habe ich auch noch. Ja, sonst nehme ich die 5 mal mit, falls ich in der Lava lande. Am besten magst du aus den ganzen Fasern einmal Verbände und Knochenverbände. Mhm, kann ich machen. Ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Feierabend und auch viel Spaß. Und einen schönen Abend. Ja, ebenfalls einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Hast du die Flasche schon aufgefüllt? Flasche, ja, meine Flasche habe ich aufgefüllt, ja. Das ist so. Ich habe einen Schlafsack, habe ich noch. Ja, die Verbände werden das Problem werden, weil ich kann normale Verbände machen, aber die anderen Verbände, dafür bräuchte ich ja Knochen. Noch. Bitte, der Bank. Ah, okay, hast du Knochen da. Ja, super. Aber ich muss noch schnell. Hast du das Radar gemacht? Ja, das Radar habe ich auf dem Rücken. Ja. Sieht man das nicht? Nee, nicht geschaut. So, ich habe die Fischfallen alle, was wir gemacht haben. Ja, ich hätte nachher auch Platz. Also ich bin jetzt gerade an die Verbände machen, darum ziemlich viele Fasern. Aber sobald die gemacht sind. Die Frage ist nur, wollen wir das heute noch machen? Ich bitte es. Also die Fischfallen kann man vielleicht schon noch platzieren, aber das Radargerät würde ich glaube auf nächste Woche verschieben. Ja, wir müssen sowieso die Hütte mitnehmen. Mhm. Und Holz. Jetzt habe ich nochmal 2 Plätze frei gleich. Ich bin überladen, wenn ich das Feuer mitnehme. Ja gut, wie schon gesagt, ich kann auch noch etwas mitnehmen. Du musst ja nicht alles alleine tragen. Ich habe mal einpackt, was geht. Ich bin nicht so eine schwache, zierliche Frau, die nichts tragen kann. Kohle ist, glaube ich, das Schwerste, was ich einpackt habe. Ja, es ist viel mehr geht immer mehr. Ja, Kohle ist immer ziemlich schwer vom Gewicht her. Das habe ich auch schon festgestellt. Dann nehmen wir mal Holz mit, Fasern, Räder und so. Also wenn man 100 Eisen mitnimmt oder 100 Kohle mitnimmt, merkt man den Unterschied schon extrem. Ja. So, jetzt brauche ich noch Leder. Bin noch 12 drüber. Und dann kann ich... 1 Kilo, 1 Kilo. Super, reicht gerade. Da kann ich 10 je 10 machen. 10 normale und 10 Nähsets für jeden. Das Holz hat 15 Kilo. Die Seile nehmen wir mit. Für was? Die Seile sind die beste Methode, um Fasern zu lagern. Weil wenn du die Seile kaputt machst, dann hast du Fasern.
Also wenn du ins Schneegebiet oder so oder eben ins Lavagebiet gehst, dort wo es relativ wenig Fasern hat, am besten immer Seile mitnehmen. Der Michael erzählt. So, das ganze Holz rausschmeißen. Weil es braucht auch nicht viel Gewicht, oder? Also ist ja nur 1 Kilo für 100 Seile. Und wenn du ein paar zerstörst, dann hast du wieder Möglichkeit, dann wieder Verbände und so zu machen, oder? Im Notfall. Weil Knochen und Leder, die kriegen wir ja jetzt sowieso von den Gegnern. Ja, ihr wisst nur, 20 Einfachverbände, 10 Eset, dann 100 Holz habe ich, einen Schlafsack habe ich, 100 Stöcke habe Ah, okay, du hast schon Verbände. ich. Ja. Ah, weil ich habe für dich eben auch mitgemacht. Dann habe ich Eluxidata einfach mit organischem Harz und alle Fischfallen. Oder trockengestellt habe ich mit. Das Lagerfeuer musst halt mitnehmen. Dann geh mal kurz auf K. Das Lagerfeuer noch einpacken, damit ich alles dabei habe, was ich nachher dann auch wieder mit nach oben nehmen will. Und ich glaube, dann wären wir so weit eigentlich ready, dass wir da hingehen können. Ah, neue Schlafsäcke können wir keine machen. Müssen wir die mitnehmen? Bin wieder da. Wir haben nicht genug Fell, um neue Schlafsäcke zu machen. Nehmen wir die mit, oder? Ich habe eine schon gemacht. Okay. Die Fell, was überblieben ist, habe ich reingeben. Ja, das ist aber, ich habe gar keins bei mir jetzt gerade. Das heißt, ich sind nur zwei Fälle. Da muss ich noch schnell schauen, dass ich dann auch noch irgendwie welche finde. Hast alles mit? Sonst schon. Aber eben, Gehen wir gleich. ich brauch noch Fell, ich habe keinen Schlafsack. Das gehen wir über unterwegs, kriegen wir das eh. Aber du meinst, dass wir schon mal losmarschieren? Ja, Nadler rechts, links. Gehen wir gleich da raus. Ja, wo bist du jetzt hin? Vorwärts. Vorwärts. Ich gehe da, wo der Punkt ist. Links ist ein Adler auf der linken Seite. Ja, dem gehen wir ganz geschickt aus dem Weg. Dann müsste das andere Gebiet. Hast du eine Hütte mit? Nein. Ich nein. Ja. Was habe ich dabei? Verbandsmaterial? Bist du überladen oder was? Nein, nein. Deshalb habe ich ja gesagt, ich könnte noch Sachen mitnehmen. Hast du noch Holz und nimm Holz mit und Fasern. Da ist er. Da muss ich schnell mal Holz fällen. Das ist aber. Okay, der Baum war relativ schnell gefällt. Ein Schlag ist der Baum zusammengefallen. Stimmt, der Spieler hat das ja gelernt. Okay, der Baum auch. So kann man schnell Holz fällen. Ich habe jetzt da 12 habe ich. Fällt. Okay, also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Decks mit Holz und 2 mit Fasern. Faser habe ich auch 2. Ja, und da habe ich ja noch die Seile dabei. Die bringen ja auch noch Fasern.
Jetzt habe ich noch, glaube, zwei Plätze frei. Da gehen auch noch Fasern rein. Soll ich da auch noch Fasern reintun? Okay. Da kommen eh welche. Da müssen wir ja wieder. Fabian. Durchgang. Da läuft schon wieder ein Vogel, der hat sicher auch Fell. Nein, der hat gar kein Fell. Ja, der Vogel, der aus der Falle tot ist. Ach so. Ich dachte, du meinst den. Schildkröte. Ja, irgendwie so eine Mischung zwischen Schildkröte und. So, also ich bin auf jeden Fall mal vollgepackt. Ich nehme das Fell mit. So, jetzt habe ich, wie viel habe ich? 16. Du hast 2. Habe ich Dann nicht habe ich mitgenommen. 16 Ich habe Glück. gedacht, du hast die mitgenommen. Ne, ich lege es am Boden, hast am Boden das Fell. Bitte gleich. Ja, dann muss ich aber irgendwie wieder Fasern wegwerfen, weil ich kann es sonst nicht aufnehmen. Dankeschön. Okay. Herstellen. Ja, hätte alles, fehlen nur noch vier Ja, Fälle. die kriegen wir gleich, wenn du einen Hasen siehst. Der hat eh locker 4 einstecken. Einfach weiter da. Gehen wir mal ins andere Gebiet. Bevor es finster wird. Du bist mir irgendwie zu schnell gerade, Ja, ich weiß. weil ich kenne mich hier absolut nicht aus und du rennst immer davon. Ich töte das schon mal die Spinnen da, oder die Gedächteten. Ja, die Spinnen haben kein Fell, oder? Aber Brüter, na, die haben nur Sterne. Ja. Ja, die haben ja hier die Na. Gegner zum Teil wirklich sehr gute Sachen, also auch Eisen und so, aber dann halt nicht das, was man braucht, je nachdem. Außer eben Aber Hasen. die speziellen Tiere, Steinkiefer und so, die sind schwer zu knacken. Ja. Ja, sind die Steinkiefer, das sind die, die sich so aufladen, oder? Ja. Die sind so ungut. Die habe ich ja schon in einer Mission kennengelernt. Die Feuer spucken, Ja. wenn sie ganz sauer werden. So nah am Feuer. Komm schon. Was. Ist der tot? Ja, aber leider in der Lava. Ja, das habe ich auch gedacht. Der hat sicher auch Fell, aber das ist ein bisschen mühsam. Ja gut, ich glaube auch nicht, dass man das aus der Lava rauskriegt, oder? Du wirst mich jetzt kennen. Aber ein Wildschwein. Ich habe das Das echt hat gut auch zum gekillt. Teil Fell. Ein Wildschwein. Nicht immer, aber. Jetzt kannst du alles selber, was du brauchst. Ja, hat genau vier, siehst du? Und Leder brauchst du wahrscheinlich auch, oder? Hätte ich jetzt noch gehabt von den Dingern, die ich da Ja. gemacht habe, den Verbänden, aber.
Wildschwein ist immer gut. Es wird wieder ungemütlich ab jetzt. Okay. Aber ich glaube, ich werf noch mal Fasern weg und nehme Speck mit. Weil Fleisch brauchen wir auch irgendwie. Das Fleisch nimmt es dann eh mehr als Fasern. Der Unterschied ist Fleisch und Speck. Weil Speck kannst du immer damit kombinieren, das heißt, du hast den Buff sowohl vom Speck wie auch vom Fleisch. Echt? Ja, ich hab zu wenig Dart für Speck. Über 147,6 Kilo und haben wir 5 Plätze frei. Und rein in die Höhle. Gut, ich würde es jetzt auch nicht machen, wenn ich nicht noch Seile dabei hätte, die ja eh Fasern bringen. Also. Müssen wir da durch, oder wie? Guten Abend, Ashburn. Danke. Ja, Suri hat mir vorhin schon gesagt, dass das Mikro gut klingt. Finde ich super, dass es gut klappt. Ich hatte erst Angst, dass es, weil ich konnte das im Livestream nicht so gut testen. Und wie geht's dir? Anstrengender Tag gehabt. Das glaube ich ja, dass es eine klare Verbesserung zuvor ist. Spiel stottert im Moment gerade ganz extrem. So, jetzt geht's besser. Ja, bei mir schaut's gut aus, danke. Soweit alles okay. Aber auch noch so einiges zu erledigen vor Ende Jahr. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Okay, bei mir ist alles schwarz. Auf der Map, ich bin noch nie da gewesen. So. Bei mir ist alles schon aufdeckt.
So ganz neues Gebiet. Also nicht Gebiet in dem Sinne, aber für mich ganz neu. Raus aus der Map. Nein. Also schon noch in der Map. Aber einfach hier oben ganz. Ist alles ganz dunkel. Was passiert eigentlich, wenn man an den Rand der Map kommt? Hat es dann Ja, eine unsichtbare Wand oder fällt man dann ins Nix? ich glaube, da sind so viele Berge, da kommst du gar nicht drüber. Und weil du drüber kommst und irgendwann ist es wahrscheinlich dann aus. Ja, vermutlich, weil es eben so dunkel ist, weil hier ist es ja auch schwarz, aber es ist so ganz leicht gräulich. Also man sieht, es ist aufgedeckt, aber nicht ganz sichtbar. Hier habe ich den Eindruck, ist es wirklich noch schwarz. Ja, da ist alles noch schwarz bis eben zwei. Ja. Fangt es dann richtig an, dass grau wird, braun. Aber warum deckt sich das denn nicht auf, wenn ich hier durchlaufe? Ja, weil nur Stein da ist. Ach so, okay. Also das ist normal, dass das schwarz bleibt. Ja. Ach so. Ist ja beruhigend zu wissen. Was links gehst, verspaßt du die ganze Driftabschüsse. Ja. Man kann sie ja trotzdem abschießen. Muss man nicht. Komm mal hoch. Aber sieht schon schön aus. Mal schnell Screenshots machen.